Vincent Lange war für uns unterwegs und hat unter anderem Haierlei ausprobiert und auch noch einige andere spektakuläre Sportarten, die hier in Miami gern ausgeübt werden. Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern erreicht ein Ball beim Haierlei. Ein Sport, der gut zu Miami passt, ist sie doch selbst eine der schnellsten und aufregendsten Metropolen Amerikas. Alle Altersgruppen fühlen sich hier wohl. Das Leben findet draußen statt. Die Älteren treffen sich zum Domino- und Schachspielen oder geben ihre Rente auch gerne mal für Haierlei-Wetten aus. Geradezu paradiesisch sind auch die Bedingungen für die jüngere, sportbegeisterte Bevölkerung. Die meisten betreiben hier einen wahren Körperkult. Keine Gelegenheit bleibt ungenutzt, um seinen definierten und meist nur leicht bekleideten Body zu präsentieren. Der Deutsche Vincent Lange besucht für uns die sportlichen Hotspots der Stadt. Sein erster Weg führt den Ex-Volleyball-Nationalspieler natürlich an den Strand. Kein Wunder, denn Miami ist das Mekka der Modelagenturen und Bikini-Kampagnen. Die kubanischen Immigranten haben das Boxen mit nach Miami gebracht. Das legendäre Fifth Street Gym nannte schon der größte Boxer aller Zeiten Muhammad Ali sein Zuhause. Heute ist Boxen ein beliebtes Fitnesstraining bei Jung und Alt. Boxen ist echt einer der besten Workouts, die man haben kann. Kondition, Koordination und Kraft. Wesentlich ruhiger ist der jüngste Sport- und Fitnesstrend in Miami. Yoga on the Board. Fast eine Art Meditation. Wieder auf festem Terrain beginnt Vincent Lange den nächsten Tag mit Yoga-Übungen. Die Einstimmung auf den sportlichen Höhepunkt seines Miami-Aufenthalts, Haierlei. Baskische Auswanderer brachten ihren Nationalsport Pelota mit in die USA. Gerade in Florida ist er sehr beliebt. Haierlei wird ja als der schnellste Sport der Welt angesehen. Woran liegt das? Ist der Ball so schnell? Ja, es liegt daran, dass der Vollgummiball so hart ist. Er wird mit dem sogenannten Korb geschleudert und erreicht locker 160 Stundenkilometer. Mit seinem Haierlei-Selbstversuch endet Vincents sportlicher Miami-Check. Zwei Tage voller neuer Eindrücke und Erfahrungen. Okay.